Ah ja, schön. Das war doch mal was. So, kann man noch was? Ne, jetzt haben wir es direkt. Ich bin drei, glaube ich, ne? Ja. Mit Alabis, das ist ja eine tolle Kombi. Das ist einerseits eine gute Kombi wegen Surfer, andererseits Regentanz, also Müll. Tja, ist jetzt blöd, ne? Also Mantax einmal rausnehmen. Ja, wogegen denn? Wir haben das eine Capoeira, ne? Ja, hat mich gesehen schon. Und Keifel und fast kaputtes Arealos. Ich meine Keifel, Boden und Blitz, beziehungsweise Donner. Das schon, aber gleichzeitig haben wir auch noch... Die Mantax ist draußen, ne? Kommt Keifel raus. In der Hoffnung, dass irgendwie Surfer und so nicht ganz so extrem wird. No. Hypnose auf Raikou macht, glaube ich... weiß ich gar nicht. Ja, so viel sehen wir auf jedes andere Pokémon. Ach ja, wie ein Status-Wert. Kann ich gleich leichter fangen, wenn es geht. Ich meine, irgendein Legendäres will ich schon haben, ne? Ajo. Und so, ne? Oh, okay. Hat doch mehr Schaden als erwartet. Was? Okay. Das war mir aber auch neu. Das hatten wir schon mal. Antax oder Capoeira, ist jetzt die Frage. Capoeira. Okay. Einfach, weil keine Vielfachschwäche gegen Elektro. Gut, ja. Nein, ich habe ja nach wie vor keine Ahnung davon. Also solltest du aber Mantax und Elektro kennen, oder? Ja, doch. Das weiß auch Donner, ne? Das weiß Donner, hm? Eben. Gut. Heilen. Habe ich irgendwas Besseres als das? Nee, ne? Nur da den... Das Superding für 200. Was jetzt nicht so wirklich lohnen würde, glaube ich. Raikou muss sterben. Ja. Eben nicht. Raikou muss überleben. Am Anfang. Eben. Dreifachkick? Würde ich fast sagen. Das müsste das Stärkste sein. Wenn es das denn überlebt, ich habe keine Ahnung, wie es hier gerade abgeht. Okay, das überlebt es nicht. Sonst nochmal Alabis raus, vielleicht. Ist ja doch so leicht störend. Stimmt schon. So, da nehme ich, glaube ich, am besten. Was nehme ich denn dafür? Damit wächst, glaube ich, ne, wieder. Wenn es mal auf mich hören würde. Ja, ne? Macht wohl am meisten Sinn. Gut. Das wird super alles. Okay, das macht viel Schaden. Ja. Weg da. Ja, das ist deine Entscheidung, wenn du zuerst tot sehen wirst. Naja.
Ja, Paralyse gegen Kurio. Ist schwierig. Ah, ich habe kein Limo mehr. Toll. Aha. Hm, mache ich so rum. Ach so, okay, natürlich. Dann bringt das eh nichts. Von daher wurde mir den Schaden jetzt so oder so abgenommen. Mhm. Das ist sehr oft, aber es passt eben gerade praktisch überall. Huch, okay. Das kam unerwartet. Und lass mich rein, Kapoero lebt das auch nicht, ne? Garantiert. Ich bezweifle das so ein bisschen. Ach doch. Oh, stimmt, Kapoero hatte sehr viel Leben, ja. Ja, schon hatte ich schon vorher geheilt gehabt. Ja. Bleibt ja noch Ariados. Mhm. So, mir trifft das nicht mehr. Warum trifft das nicht mehr? Verwirrt mich irgendwie. Warum? Oh, oh. Ich glaube, ich soll mich selber schlagen. Mhm. Warum kann es hier sowas wie den Flottball einfach noch nicht geben, ne? Das wär's jetzt. Gut, selbst wenn, das wäre, glaube ich, ein bisschen was sehr spät schon. Klar. Eben deshalb sage ich ja. Na komm. Boah. Perfekt. Gut, ich glaube, das ist schon wieder verloren, hä? Viel machen lässt sich das nur nicht mehr. So, Flügelschlag war das, ne? Auf aller bis jetzt. Oder doch eher auf Raikou? Hm. Mit Capoeira-Faller bist du schwierig. Sehr schwierig, sehr schwierig. Ja, dann geh eben mal doch mit. Ich glaube fast eher mit Bodycheck, weil ich will alle bis dann wirklich tot sein und nur noch einen Gegner. Oh? Es regnet nicht mehr. Ach stimmt, deswegen lässt du dich daneben. Gut, 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 gut. Trefferchance von nur noch 70% ohne Regen. Das war jetzt auch wirklich mehr als 70%, die da, beziehungsweise 30%, die da nicht getroffen haben. Gut, eine Trefferchance von 70. Ja. Weil das nie in Prozentangaben genannt wurde. Ach so. Da steht nur 70. Da steht gar nichts Genaues, wenn man genau mal drüber nachdenkt. Ja, Aquavelle. Stimmt, wegen Status. Und heilen. Einfach das, was Schaden macht, ja. Oder eben heilen. Finden. Wenn ich nur ein Pokémon habe, warum kann ich den Zug des nicht von einem anderen Pokémon dann nicht dazu einsetzen, Pokéball zu werfen? Das macht so keinen Sinn. Toll. Einfach toll. Wird immer besser. Oh, es trifft mal. Vielleicht dreimal. Boah. Voll. Du machst fast Schaden. Toll. Mal, überlebst du das oder nicht? Okay, das kam unerwartet.
Ja, paralysiert es noch mehr, als es ohnehin schon ist. Ja, war irgendwie klar. Bis es lebt noch, ja. Jetzt heile ich aber doch, muss ich ja wohl. Ich mach voll auf. Supertrank war das vielleicht noch Supertrank irgendwo. Supertrank macht auch nur 50 nebenbei. Okay. Ja, bleibt nur noch Supertrank. Yeah. Ja, oder der Top-Trank oder Top-Genesung, aber das ist echt Verschwendung. Ja, klar. Ach stimmt, das kann noch was anderes. Schwach. Ach klar, es hat keine AP mehr, ne? Mhm. Das auch. Das ist doch mal eine schöne Wendung. Vielleicht soll ich das mal wieder deparalysieren. Hm. Parallel habe ich nur einen. Ja, was soll's. So, Dreifachkick sollte es ja, glaube ich, nicht umbringen. Noch nicht. Dürfte es auf jeden Fall nicht. Einmal getroffen. Toll. Nur um sicher zu gehen. Nicht, dass es mir jetzt am letzten Meter noch korrekt. Ach, das geht gar nicht übergreifen. Okay, also ganz nach unten wieder. So, ich glaube, jetzt wird's kritisch mit dem Dreifachkicker. Wenn noch irgendwie Kryptoschlag und so ein Kram kommt, ja. Ich habe da ja einen Turbodreher. Eine unglaublich schwache Attacke, also damit kannst du ihn, glaube ich, gar nicht umbringen. Gut. Schön. Das heißt, meine Chancen stehen jetzt so 1 zu 25 eine Million wahrscheinlich. Ne? Einfach testen. So. Hyper, wenn schon. Einfach sofort den besten Ball rausschmeißen. Ja. Vor allem weiß ich echt nicht mehr auswendig, ab welcher Zeit der Timer bei sich ist, wirklich lohnt. Weil wir doch mal ganz ehrlich sein können. Das dauert schon eine Weile hier. Eben. Ja, war irgendwie zu erwarten. Jetzt bring dich nicht selber um. Nein. Könntest ja nachsehen oder eben auch nicht. Na, lohnt sich jetzt nicht in der Zeit. Hoffen wir einfach mal. Ja, irgendwie. Gut, ein Krippelschlag. Das heißt, jo, war klar irgendwie. Okay. Also doch ein andermal. Willst du den Kampf dann nochmal machen, oder wie? Nein, aber wir sehen Kulpa doch bestimmt nochmal. Das ist gut möglich, ja.
Ich meine, ich bin froh, dass ich das geschafft habe, aber, ne? Naja. Die Kraft negiert sämtliche physikalischen Gesetze. Nö. Es war einfach nur Gottverdammtes Glück. Eben. Ha. All deine Bemühungen, hierher zu kommen, waren vergebens. Unsere Kreaturen, die mächtigen Krypto-Pokémon, wurden schon längst ins Ziel gebracht. Die vier Stück, ja. Damit meine ich auch das übermächtige Krypto-Pokémon für unseren Anführer. Ha 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 ha. Jetzt hätte deine Lache eigentlich kommen müssen. Egal. Ja. Oh, da blitzelt irgendwas. Was blitzelt denn hier Schönes? Eine CD-ROM. Ja. Das ist zukunftsweisend. Schmeiß ich die in irgendeinen Rechner rein? Nö. Okay. Der Treppe und ein Fahrstuhl. Ach, ich hinterfrag's einfach. Halt! Nein, ich will, glaube ich, zurück. Ne? Erstmal auffallen. Passt schon. Da unten geht's doch eh nicht weiter. Gut, heißt aus dem Galaxy kommen keine Kämpfe mehr im Labor fürs nächste. Geh einfach mal diesen Schritt da raus. Ah, okay. Hier komme ich raus. Ah, natürlich wieder dieser komische Sackgassenkreisverkehr. So, was mache ich jetzt mit der CD-ROM? Weiß ich nicht. Ich lese erstmal Mail. Ja. Ach, okay. Ich hab den, hast du gesprochen? Boah, ich weiß es echt nicht mehr, aber okay. Also, Pseudo-Nerd? Boah, keine Ahnung, was ich mit Pseudo-Nerd damals gemeint hatte, als ich erstmal gesprochen habe, aber okay. Ich bin's, Byte. Wenn du im Krypto-Dapor irgendwelche Daten findest, bring sie bitte schnell nach Orkus. Wir warten hier schon auf dich. Okay. Übrigens, ich bin mir ziemlich sicher, du hast da drin eine mysteriöse CD gefunden. Hust, hust, hint, hint, Ellbogen, Ellbogen. Stalker, Stalker. Vor allem einfach Ellbogen, Ellbogen. Mhm. Dann mal auf nach Orkus. Ja. Wenn wir die abgegeben haben, überlege ich gerade, hören wir vielleicht langsam auf. Dachte ich auch gerade, ja. Okay. Ausnahmsweise mal. Das ist halt doch recht anstrengend. Teilweise, ja. Witzigerweise ist es wirklich so, dass gerade abends bei den Kolosseumaufnahmen ich immer unglaublich todmüde werde. Gut, du machst halt nichts. Du guckst nur zu. Eben. Ist praktisch ein super interaktiver Livestream. Ohne Ton. Das hast du dir zu verschulden, wenn du nicht hören willst, wie du redest. Ich kann nicht hören, wie ich rede, weil ich lauter wieder übertragen werde, als ich rede. Wenn sich diese CD-ROM als L-Disk entpuppt... Nein. So, ging's hier rein? Ne, da ging's rein, meine ich. Man kann bestimmt durch den Satelliten laufen. Hätte ja sein können, dass es unten weitergeht, so. Haben die Kinder ja eigentlich dieselben Geräte wie die Krypto-Leute? Das verwirrt mich irgendwie. Bist du bald? Nein. Oder war das der Kerl vom Schrottplatz? Nee, ne? Müsste der hier gewesen sein. Hallo, aha. Ah, Vego. Wie war's? Habt ihr irgendwelche Daten sammeln können? Oh, das ist ja toll. Sehen wir uns doch gleich auf dem PC an. Ah, ist ein Staubkorn auf dem Tisch. Nanu?
Auf dieser CD-ROM befindet sich anscheinend eine Art Liste der bisher produzierten Krypto-Pokémon. Oh. Aber leider haben die Kerl die Daten gelöscht. Deswegen weiß er, was drauf war. Ja, also wahrscheinlich die Überschrift ist noch drauf. Ordnername. Mhm. Krypto-Pokémon-Liste. Bestimmt. Lass sie bitte hier bei mir, Vego. Irgendwie werde ich es schon schaffen, die Daten auf dieser CD-ROM wieder lesbar zu machen. Nimm Rekuva. Ich schicke dir eine Mail auf dem P-Stern-NA, sobald ich etwas rausbekomme. Wann haben wir jetzt eigentlich entschieden, den so zu nennen? Weiß ich nicht. P-Stern-NA. Das war schon direkt ganz am Anfang. Irgendwie schon, ja. So, das heißt, ich habe wieder erstmal nichts zu tun. Dusche ich in dieser vertrauenswürdigen lila Flüssigkeit. Wärst du denn nicht eher dadurch, so sie wirklich vom Himmel tropft? Ja, das geht auch. Check sie. Okay, ja. Was mache ich als nächstes? Ich wette mit dir, das ist Rotwein. Stimmt, so lila. Nicht vielleicht doch eher Rotkohlsaft. Rote Beete-Saft einfach. Rote Beete, auch so eine Sache, die man eigentlich viel, irgendwie unglaublich seltener isst. Keine Ahnung. Och, geht eigentlich. Ich mag Rote Beete. So. Wird es nach einer Anzahl an Schritten ausgelöst? Ich weiß es nicht. Ich einfach mal so durch die Gegend. Ohne irgendwelche Ziele. Weil momentan habe ich keine Aufträge weiter. Das Labor ist ausgehoben, die CDs sind in Analyse. Dann hören wir doch vorerst auf. Dann tun wir das wohl, ja. Bye. Tschüss.